Hi Leute, in diesem Video geht es nochmal um meine Burger-Kreation. So, hier ist meine leckere Soße nochmal. Sieht aus wie bei Subway. So, jetzt muss ich erstmal kurz die Kamera positionieren. Jetzt gleich weiter. Big Mac Hot and Spicy. Der ist ja gerade bei McDonald's im Angebot für 2,20 €. Ja, da hole ich mir immer 10 Big Macs. So, und da kratze ich dann die Marinade runter und das Grünzeug kommt alles in der Tupperbox. Und dann spüle ich das Zeug im Klo runter, weil die Soße sehr säuerlich ist. So, die Soße ist aber auch speziell. Die ist ja eigentlich scharf. Ja, die stand jetzt schon eine Woche im Schrank und die ist auch säuerlich. Ja, da kommt auch Säuerungsmittel durch, aber man sollte natürlich nicht den Löffel ablecken, nämlich wenn man letztendlich den Burger zubereitet und man holt den aus dem Backofen, da kommt dieser säuerliche Geschmack mal kurz durch, aber in erster Linie ist die scharf und die Soße, die ist es auch wirklich. Na, Hot Ketchup plus Mayo 50-50. Ein Traum, ein Traum. Schmeckt wie, dann wie so ein Classic Burger von der Tankstelle. Wirklich mega lecker, absolut zu empfehlen. So, was passiert, wenn der Big Mac dann nicht mehr im Angebot ist? Dann ist es ein normaler Hamburger von McDonald's. Na, da wird dann auch bloß die Soße runtergekratzt und durch die eigene Soße ersetzt. Und kommt dann natürlich da noch Sandwich-Käse drauf. Den gibt es bei Kaufland. Das ist so eine blaue Packung. Cheddar-Käse ist das. Ja. Genau, so funktioniert's. Ja, oh, so bei Kaufland. Da gibt es so Burger-Patties. Warum benutze ich die nicht? Weil die anders schmecken. Das ist einfach das Grillfleisch von McDonald's. Schmeckt besser. Und auch bei diesen Patties von Kaufland. Ja, da ist auch die Zubereitung nervig. Duftet dann auch stark nach Fett. Muss ich mir nicht antun. Nehme ich einfach die Burger von McDonald's, ist besser. Und ey, ich schwör's, sie schmecken super lecker. Sollte man unbedingt testen. So, dann ist er noch eine andere Sache. Und zwar Pizza. Habe ich auch eine neue Kreation. Bei Kaufland, da gibt es hier solche Dreierpacks, solche braunen Packungen. Und da gibt es jetzt mittlerweile Pizza, Pepperoni, Salami. Und dann nehme ich auch bloß einfach die Salami runter und kratze auch diese Paprika runter. Echt? Ja, also das Gemüse, alles runter. Und dann auch einfach nur zusammenklappen und fertig. Da ist sie auch schön scharf. Ja. Bringt dann auch so einen Langzeiteffekt. Na, super lecker. Da bin ich bedient. Na. Ja, und dann noch ab und zu mal noch zum Chinesen. Da esse ich Thai Curry für 7 €. Auch mega lecker. Na, entweder mit Chickenfleisch oder mit Entenfleisch, kross mit Reis und die Soße dazu löffeln. Das ist auch eine spezielle Soße. Ey, da sind übelst viele Zutaten drin, übelst viel Gemüse, aber richtig geil scharf. Na. Das ist einfach so ein Imbiss bei Kaufland. Schmeckt auch mega lecker. Ein Traum hatte ich erst jetzt hier das Wochenende gehabt. Na. Oh, da war noch eine andere Soße gewesen. Da war bei uns hier eine Geburtstagsfeier gewesen. Na, und da hatten wir vom Inder was zu essen echt bestellt. Na, hatte ich auch Chickenfleisch. Das waren so Chicken Wings, die waren so innen drin ausgehöhlt. Auch mit Reis und mit scharfer Soße, das war eine schwarze Soße, oh, die war noch schärfer. Irre. War auch mega lecker gewesen, da muss ich dann noch mit Brötchen ablöschen, wäre sonst krass gewesen. Vom Weizen, also ich liebe scharfes Essen. Na,
So muss es sein. Gut, Leute, reicht dazu. Ciao, ciao.